Hallo bei der Wander im Kreis Kolbe. Ich möchte jetzt mal zeigen, wie wir das immer mit den Abideas machen. Ich hatte jetzt auch einen Anruf, wie wir die machen. Und hier ist es jetzt einmal eigentlich ganz schön. Den haben wir jetzt weggenommen, den haben wir dann vorher schon nicht mehr gebraucht. Den hatten wir nur oben drauf stehen. Ich habe mir hier so Honigräume gebaut mit so einem Sperrholz in der Mitte. Und dann ist das genau hier vom 12er da dann ein Honigraum, so dass ich da die Reihen schön reinmachen kann. Und habe dann jetzt hier so, das ist mein Abidea-Auflösplatz. Habe dann hier immer einige übereinander gestellt. Und weil wir vorher schon im Herbst schon so viele Bienenvölker hatten und dann auch relativ spät war, muss man dazu sagen, haben wir dann hier so viel übereinander gemacht. Normalerweise, wenn ich das so irgendwo Ende Juli mache, wenn eigentlich normal jeder vernünftige Imker mit der Königinzucht aufhört, aber wir ziehen das ja dann immer eigentlich viel zu lange und parken dann die Königin drinne so lange. Na, ich gesagt, aber damit die Völker in Ordnung sind, gebe ich dann ein paar mehr. Aber in der Regel mache ich so wie da eigentlich immer so 3 bis 4 solche Türmchen. Und wie gesagt, da bringen wir von Rosslar drüben die Abideas immer hierher, das sind 7 Kilometer weg. Und dann fliegen die auch nicht zurück, dann werden die hier erstmal abgeparkt drumherum. Und dann gibt es eben mal einen Tag, wo wir die wirklich schön dann da reinhängen und aufhängen. Und dann seht ihr das. Und hier habe ich den jetzt auseinandergenommen, habe ich jetzt einen Unterboden daneben gelegt. Und den Brutraum, ja, ihr seht hier steht überall so ein Brutraum oben drauf, wo die sich jetzt nach oben gezogen haben. Wir füttern die dann auch gleich da oben oder geben kandierte Honigwaben oben drauf, dass die gleich ein bisschen eine Futterversorgung haben. Und dann muss man sich auch nicht um jedes einzelne Abidea dann im Herbst kümmern, sondern die stellt man dann hier zusammen und einer hat dann immer schon irgendwie ein bisschen Futter mit dabei. Eine Zelle kommt dann auch meist irgendwie durch und ja, die gehen eigentlich wirklich dann gerne auf diese großen Waben dann nach oben, ziehen sich da drauf und oftmals räume ich das auch schon im Herbst weg, aber es, ja, bei uns auch wieder ein bisschen so turbulent war und vor allen Dingen jetzt braucht man sich da auch keine Sorgen machen, dass da auch keine Motten oder irgendwas reingehen. Und jetzt werden die aber jetzt, deswegen haben wir den jetzt hier daneben gesetzt und jetzt werden die mit nach Hause genommen, dann werden die alle schön zurückgeschnitten auf 2 cm und oder 1 cm, dass man die nicht jedes Mal neu einschmelzen muss oder einlöten muss und das ist eigentlich immer ein schönes Verfahren und somit hat man dann auch wie hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Völkchen dann nochmal, die auch relativ stark sind, aber wie gesagt, die muss man extrem stark böden, weil die Abidea-Bienen sind natürlich im Herbst nicht viel wert und dass die dann noch 1, 2 schöne Brutsätze durchkriegen, damit die dann auf, sag ich mal, so einen schönen stabilen Wintervolk sitzen, braucht es dann schon enorm viel Bienenmenge von den Abideas. Aber für alle, die Abideas machen, ist das eigentlich ein wirklich schönes Verfahren. Und die Abideas habe ich dann natürlich auch leer, also ohne Rähmchen. Kann die mit nach Hause nehmen. Wir kratzen die alle schön ab, lagern die auch ohne Rähmchen ein. Und die Abidea-Rähmchen, die ich jetzt schon zu Hause habe, kommen auch alle in so, ja, von, man kennt die bestimmt alle, diese Pilzkisten. Und da kriegen wir mal vom Weihnachtsmarkt, von der Pilzbude, kriegen wir immer die Kisten. Und da tue ich eigentlich meine Abidea über den Winter immer Abidea-Rähmchen immer über den Winter stapeln. Da ist das schön luftig, da habe ich auch noch nie Probleme mit irgendwelchen Wachsmotten oder sonst irgendwas gehabt. Also auch wenn mal ein Jahr welche stehen bleiben, weil ich sie jetzt nicht so brauche, ist das eigentlich immer ganz gut. Und wie gesagt, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal zeigen, wie ich die Abidea-Rähmchen leer mache und somit habe ich auch keine Brut, die ich wegschmeiße, weil die in Ruhe auslaufen kann. Kein Futter, was ich dann in den Abidea-Rähmchen habe, dass ich dann wieder in den Abideas eine Sauerei habe, wenn ich die zurückschneide. Oder eben, ja, volle Waben geht ja gar nicht, da kriege ich keine Bienen mehr rein. Aber das ist wirklich eine schöne Geschichte, wo ich schön die Abidea-Rähmchen jetzt schön sauber machen kann. Alles ist leer, keine Brut mehr drauf. Und es ist auch im Herbst ein schnelles Verfahren, die Abidea irgendwo wegzukriegen und leer zu kriegen. Gut, das war's. Bis dahin. Tschüss. Ruft schon mal nichts an. Ja, ihr seht das. Also jetzt ist das hier nochmal das nächste. Und die sitzen wirklich wahnsinnig gut. Richtig schön eng. Ihr seht das. Und es sind wirklich wunderschöne Völker geworden. Und die haben jetzt sogar schon eine schöne Bruttraube. Aber deswegen nicht, um nochmal das Volk zu zeigen, sondern das, was ich aus der Sache als Lehre rausnehme. Ich würde es jetzt doch schon im Herbst eher wegräumen. Also wie gesagt, die so bauen, ganz normal. Das funktioniert wirklich schön. Und die ziehen sich dann auch wirklich schön hoch. Ihr seht das ja, die sitzen ja dann oben. Das ist natürlich auch im Herbst dann schon so, wenn man die dann auffüttert. Und
Dann hat man da auch schon die Königin, kann die dann nochmal beurteilen. Bei mir war es einfach, ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft. Und ist ja jetzt so auch nichts passiert. Aber der Nachteil ist eben von unten her, wir haben das jetzt gesehen, die ersten zwei Zaken haben dann schon auch ein bisschen gestockte Waben, was man ja nicht unbedingt haben muss. Wir schneiden das ja wieder zurück, aber das ist ja kein Problem, ist ja alles Plaste. Aber das hat man natürlich im Herbst nicht. Und vor allen Dingen ist, ihr seht das jetzt, da sind jetzt auch noch ein paar klamme Bienen drin und ja, sieht jetzt nicht so schön. Und die gehen wir jetzt hier über dem Fütterer, weil jetzt heute ist es natürlich auch noch mal schön warm. Die werden sich schön runterziehen und dann kann ich den morgen oder übermorgen dann doch auch wegnehmen. Aber im Herbst ist es natürlich viel schöner, da kann ich dann mit Bienenflucht arbeiten. Ne? Da setze ich die dann einfach oben über die Bienenflucht und fluchte die dann runter, kann eventuell die restlichen dann noch auspusten. Also das Zaken wegnehmen ist dann wirklich zum einen viel, viel schöner. Und ich habe dann auch im Herbst auch schon die leeren Rähmchen, so wo kein Futter und keine Brut mehr drauf ist. Also das tragen die natürlich hoch, Brutnest fern oder Flugloch vorne, wollen die ja kein Futter haben. Und insofern ist das eigentlich wahrscheinlich im Herbst noch wegzuräumen die bessere Variante, dann stehen auch die Zarken und alles nicht draußen. Gut, das wollte ich einfach nur noch mal dazu sagen. Bis dahin, tschüss.